Schönen Dank. Ich muss insofern noch kurz vielleicht richtigstellen, weil im Programm steht ja eigentlich ein anderer Titel. Und also wenn jetzt jemand den Eindruck hat, oh, das möchte ich mir nicht anhören, bin ich natürlich nicht böse, wenn Sie rausgehen. Aber es geht schon um das, was im Titel stand ursprünglich. Aber es geht eben noch ein bisschen um mehr. Ich hatte im Titel geschrieben, es geht um Synchronisierung zwischen Open Addresses und OSM. Um das geht es auch, aber ich möchte noch ein bisschen was anderes erzählen. Also, und zwar, was möchte ich erzählen? Einerseits mal ganz kurz noch das Projekt vorstellen und andererseits habe ich dann zwei Schwerpunkte. Das ist das eine, was wir im Bereich Qualität machen, Open Addresses, und dann andererseits eben diese Synchronisation mit OSM. Also das Projekt hatten wir 2007 gestartet. Ich hatte das auch schon auf der FOSKIS mal vorgestellt. Die URL openaddresses.org. Und was ist unser Ziel? Wir haben uns fokussiert, wirklich ausschließlich fokussiert auf geokodierte Gebäudeadressen. Und der letzte Vortrag von der ersten Session heute Morgen, der hatte ja mit dem eigentlich auch zu tun. Also das heißt, wir haben einerseits eine Web-Anwendung, über die es möglich ist, Adressen zu erfassen. Sehr einfach, ein einfaches GUI. Und andererseits bieten wir auch Dienste dann noch rund um Adressen an, eben auch Geokodierdienste oder Download-Dienste. Ich glaube auch Reverse Geocoding haben wir auch und so weiter. Ja, dann war da historisch gesehen lange so eine Geschichte mit der Lizenz und das war auch so immer ein bisschen ein Hinderungsgrund, warum OA und OSM nicht so gerne zusammen gesehen wurden. Das hatten wir dann aber 2010 eigentlich aus dem Weg geräumt. Und ich denke, dass wir eigentlich mittlerweile zumindest technisch und auch rechtlich sehr, sehr kompatibel sind. Für die technisch Interessierten unter Ihnen, die Anwendung ist mit Mapfish realisiert und im Hintergrund haben wir eine PostgreSQL, PostGIS Datenbank. Ja, und zum Projekt gehört auch noch ein Project Steering Committee. Das ist aber eher klein und fein und relativ inaktiv. Aber es gibt es halt auch. Wie sieht das aus? Das ist unsere Oberfläche. Wenn Sie openaddresses.org aufrufen, so sieht das dann aus. Also wir haben im Hintergrund eine OpenStreetMap-Karte und die roten Punkte, die Sie hier sehen, das sind geokodierte Adressen, die so erfasst wurden. Wie geht das? Geht eigentlich ganz einfach. Man klickt in die Karte, hat dann eine entsprechende Maske, die sich auch so am Karlsruhe-Schema orientiert mit Straße, Gebäudenummer, Postleitzahl und so weiter. Und der Benutzername, das ist vielleicht ein Unterschied gegenüber OSM. Bei uns muss man sich nicht registrieren, um mitmachen zu können. Also man ruft die Seite auf und gleich geht's los. Der Benutzername ist eigentlich mehr so ein bisschen für die Statistik oder vielleicht noch so ein bisschen, bei diesen Projekten ist es doch auch immer wieder wichtig, dass man sich identifiziert mit dem, was man macht, oder? Und wenn man dann sieht, oh, ich habe schon 500 Adressen erfasst oder sowas, dann kann das vielleicht motiviert sein. Ja. Also, Sie sehen ziemlich einfach auf der linken Seite dann noch eben die Dienste. Da gibt es noch so einen Reiter Dienste und so weiter, wo man dann eben weitergewiesen wird. Wir haben auch ein Wiki, das relativ gut beschreibt, was man mit Diensten machen kann, etc. Also, das sind diese Informationen. Kann man, wenn man openaddresses.org aufruft, zu unterst bei diesem Reiter, kommt man dann weiter auf diese Links, also hier sieht man auch, dass einige Datenspender da schon ihre Daten zur Verfügung gestellt haben, im In- und Ausland. Heute in der letzten Session war noch die Frage mit Amerika-Daten, also da haben wir auch ziemlich viele drin. Das so ein Ausschnitt von der Webseite, eben Geokodierdienst, also ist eigentlich auch sehr gut dokumentiert, wer das mal ausprobieren will und so weiter. Also, das war so ein bisschen einfach kleine Einführung ins Projekt. Jetzt möchte ich auf die Qualitätsaspekte eingehen. Es gibt da ganz unterschiedliche Aspekte natürlich. Wer sich so ein bisschen mit Qualität auseinandersetzt und Geodaten, der stößt ziemlich schnell auf die ISO 19100-Familie, diese Standards. Und da gibt es unter anderem Vollständigkeit der Adresse, also beispielsweise der Adressattribute, dann natürlich auch Korrektheit. Und nicht zuletzt auch die Lagegenauigkeit. Und da gibt es insbesondere aus der 19138 ganz konkrete Vorschläge, wie man das messen und prüfen kann. Und vielleicht nochmal einfach so ein bisschen zum Vorstellen. Das ist jetzt ein Ausschnitt aus der Stadt, aus der ich herkomme, Basel. Und man sieht, die Gebäude sind sehr unregelmäßig verteilt. Ja. Und das hat einen Einfluss, insbesondere auf die Lagegenauigkeit. Wenn man nämlich beispielsweise einen Geocoder hat,
der entlang einer Straße interpoliert, dann ist die Lagegenauigkeit verglichen mit der effektiven Adresse bzw. der effektiven Lage einer Adresse natürlich sehr unterschiedlich. Und das hat einen Einfluss darauf, wenn man beispielsweise so Grenzwerte oder sowas berechnen will, was wir gemacht haben im Rahmen einer Masterarbeit. Also konkret heißt das, was untersuchen wir bei Open Addresses? Einerseits die Vollständigkeit der Adressangaben. Das machen wir auf dem Client während der Eingabe. Gesundheit. Und dann die Attributgenauigkeit. Das machen wir, indem wir vergleichen mit einem OWMS. OWMS steht für einen Open Web Map Service. Und dann nehmen wir einfach frei verfügbare, sprich Bing, Google und Yahoo. Jetzt, ich weiß, dass das Reizworte sind, zum Teil in der OSM-Community, aber wir speichern nichts von denen, wir vergleichen nur und wir speichern nur die Resultate aus dem Vergleich. Also es wird nichts von Google, nichts von Yahoo und nichts von Bing gespeichert. Dasselbe tun wir, was die Lagegenauigkeit betrifft. Also wir vergleichen die Rückgabe aus diesen OWMS und werten das als Qualitätsindikator zumindest. Hier ein Beispiel. Sie sehen hier durch unterschiedliche Symbole dargestellt die Ergebnisse dieser OWMS, was die Geokodierung betrifft, also natürlich die Lage in diesem Fall. Und Sie sehen, dass beispielsweise Bing direkt auf der Straßenachse geokodiert. Das ist derselbe Adressdatensatz, einfach für diese drei Geocoder oder diese drei OWMS angewandt. Dann Yahoo hat so einen lateralen Versatz nach rechts und links. Und Google ist in diesem Fall, das ist natürlich nicht global zu verstehen, sondern jetzt einfach, zumindest für die Schweiz trifft es zu, sie sind wirklich auf dem Gebäude genau. Das hängt damit zusammen, dass sie sich diesen kommerziell existierenden Gebäudeadressdatensatz geokodierten gekauft haben und daneben einsetzen. Natürlich ergibt sich daraus, dass der Vergleich mit der Google-Geokodierung am aussagekräftigsten ist. Also, was machen wir? Wir haben das implementiert. Also, nachdem ganz standardmäßig über Open Addresses erfasst wird, vergleichen wir eben dann diese Ergebnisse, indem wir dieselbe Adresse, die eingegeben wurde, an diese Geocoder schicken und dann das, was zurückkommt, vergleichen. Bezüglich der Attribute machen wir es mal ganz einfach. Wir vergleichen einfach binär. Ist die Schreibweise identisch oder nicht? Da haben wir noch keinen Fuzzy-Ansatz, könnte man durchaus machen und dann vielleicht noch mit einer Art Gütewert des Vergleichs ausgeben. Das ist aber im Moment noch nicht implementiert, also rein binär. Und was die Lage betrifft, vergleichen wir einfach die Position und rechnen dann eigentlich den Differenzvektor. Ja, und ausgeben tun wir das als Report dann. Da komme ich in der nächsten Folie drauf. Also, wir stellen Quality Report zur Verfügung. Der sieht dann so aus. Ich komme gleich noch drauf. Und hier ist auch im Wiki ist beschrieben, was kann man mit welchen Parametern kann man arbeiten. Also dieser Quality Report kann man natürlich entsprechend anpassen. Ich kann Datum eingeben, seit wann ich beispielsweise den Vergleich möchte oder von welchen Nutzern oder vielleicht nur die Adressen, bei denen die Lageabweichung größer als dieser und dieser Wert ist, etc. etc. Gibt es unterschiedliche Filtermöglichkeiten. Und das Zweite, das ist insbesondere für diejenigen interessant, die eben Daten spenden möchten oder das tun, dass sie automatisch benachrichtigt werden, wenn eine ihrer Adressen verändert wurde. Also wir hatten schon Anfragen, die gesagt haben, wir geben gern die Adresse, aber sind auch interessiert, wenn da was verbessert wird oder verschlimmbessert, je nachdem. Ja. Also da kann man sich dann melden und sagen, ich möchte automatisch eine Mail bekommen, wenn an meiner Adresse sich was ändert oder jemand da eine Mutation vornimmt. So sieht der Quality Report jetzt mal ganz global aus. Sie müssen das natürlich nicht im Detail lesen können. Ich glaube, nein, habe ich nicht. Ich hatte gedacht, ich hätte noch eine Detailansicht. Wie ist das zu verstehen? Also Sie sehen, hier ganz am Rand ist die ID, unsere interne ID aufgelistet mit einem Link. Also wenn Sie zu einer bestimmten Adresse dann direkt hinspringen möchten, klicken Sie hier drauf, wird Open Addresses gestartet und Sie sind gleich dort. Dann sehen Sie die Werte, die Attributwerte, die eingegeben wurden. Und hier ist nun das Ergebnis farblich kodiert und auch nochmal geschrieben aus dem Vergleich mit diesen OWMS. Also je grüner, desto besser. Hier oder haben wir wahrscheinlich ein bisschen gröberes Problem, zumindest was die Attribute betrifft. Das stellt sich dann aber sehr schnell heraus. Sie können sie nicht lesen. Es ist die Adresse heißt St. Alban Weg und St. ist mit ST abgekürzt, wie wir das
in der Schweiz vielfach machen. Und das konnte der entsprechende OWMS so nicht als Matching, als übereinstimmend identifizieren. Und deshalb wurde es dann beim binären Vergleich rot, beziehungsweise auch schon bei der Geokodierung hat er was anderes verstanden und dann vielleicht auf den Schwerpunkt der PLZ, also Postleitzahlverzeichnung, oder des Ortes sogar nur den Punkt gesetzt und dann ist natürlich der Differenzvektor entsprechend groß. Also das ist das Reporting, ich hatte es erwähnt, das kann man customizen, also ich kann da unterschiedliche Filter anwenden und kriege dann das Ergebnis und wenn ich sehe, beispielsweise bei einer Adresse, da stimmt was nicht, das möchte ich nachprüfen, dann klicke ich einfach drauf und bin an der entsprechenden Stelle. Also einerseits das Reporting, andererseits automatische Mail-Benachrichtigung. Dann haben wir noch was Drittes. Man kann sich quasi als Quality Manager eintragen und sagen, ich möchte für ein bestimmtes Gebiet als sogenannter Quality Manager agieren. Das Gebiet definiert er selber. Er kann dann quasi sich mit uns oder sie mit uns in Verbindung setzen und sagen, das ist das Gebiet. Man gibt irgendeine Geometrie oder mehrere und sagt, das ist mein Perimeter, für den möchte ich mich quasi als Quality Manager zuständig fühlen. Und dann hat er auch die Möglichkeit, bei diesem Report dann nur diese Adressen zu sehen, die innerhalb seines Gebietes, das er frei definieren kann, verändert wurden oder erfasst wurden. Also eine Veränderung übrigens taucht auch hier auf, nicht nur eine Ersterfassung. Ja, das ist jetzt diese Mail-Benachrichtigung, von der ich gesprochen habe. Angenommen, jemand löscht eine Adresse, bewusst oder irrtümlicherweise, bekommt dann diese, also vorausgesetzt, man hat sich da eingetragen und sagt, ich möchte eine Mail-Benachrichtigung, dann bekommt, wird so eine Mail zugeschickt, es geht um die entsprechende Adresse an dieser und dieser Position. Wenn man da nochmal nachsehen möchte, hat man direkt den Link oder, wenn es jetzt Vandalismus ist, kann man dieses Löschen direkt rückgängig machen. Hat sich was geändert an einer Adresse, dann sieht die Mail-Nachricht so aus. Man hat im Prinzip diese unterschiedlichen Attribute, die wir eben speichern. Dann kommt der alte Wert, also vor der Veränderung, beziehungsweise dann der neue Wert. Und so mit dem kleinen Kreuz ist dann gerade indiziert, was wurde verändert. Also hier wurde der Straßenname verändert, da waren Schreibfehler drin. Allee hatte nur ein E statt zwei und gleichzeitig wurde die Position leicht korrigiert. Gut, das war der Teil Qualität. Jetzt komme ich zum Teil Synchronisierung. Was haben wir da gemacht? Einerseits vielleicht ganz grob, OSM wird, ja mit Synchronisierung muss ich so sagen, wenn ich eine Adresse in Open Addresses digitalisiere, wird es jetzt neu nach dem Mechanismus. Das ist allerdings immer noch ist noch nicht auf der Live-Version, es ist in dem Sinne nicht Beta-Stadion, aber wir haben einen Testserver erstmal aufgesetzt dafür. Aber jetzt rein von der Technologie und allem funktioniert das. Ich erfasse in Open Addresses eine Adresse und sie wird automatisch in OSM eingetragen. Mit den entsprechenden Tags natürlich. Mutationen werden auch so dann automatisch weitergegeben. Also wenn ich in Open Addresses was ändere, sei es in der Lage oder an den Attributen, wird automatisch an OSM weitergegeben. Und vorausgesetzt, ich habe die Adresse über Open Addresses erfasst, wird beim Löschen einer Adresse in Open Addresses auch in OSM gelöscht. Jetzt aus der Sicht von OSM. Wir importieren von Open Addresses her periodisch dann den OSM-Datenbestand, also mit Diffs und so weiter, halten wir uns da quasi auf dem Laufenden. Und die Änderungen werden dann bei uns nachgeführt. Wir arbeiten da mit einer Versionsnummer, die ja von OSM her auch bekannt ist. Also wir übernehmen die OSM-Versionsnummer. Was wir allerdings nicht machen, deshalb habe ich es da noch klein hingeschrieben, wir interpolieren nicht, also auf Straßen beispielsweise. Also wenn ich in OSM eine Straße habe, Anfangsknoten und Endknoten, jeweils eine Adresse, wir interpolieren nicht die Adressen drin. Wir übernehmen wirklich nur das, was effektiv vorhanden ist, entweder als Adresspunkte oder von geschlossenen Lines, also von geschlossenen Gebäuden in dem Sinn. Wenn ich in Open Addresses eine Adresse lösche, die ursprünglich von OSM kam, dann wird sie nur in Open Addresses gelöscht und nicht in OSM. Im Moment ist das so noch implementiert, das hat so seine Gründe, da komme ich nachher noch darauf zu sprechen. Also, das, was Origin von OA kommt, das wird 1:1 so durchgeführt, auch dann in OSM nachgeführt, aber wenn es ursprünglich von OSM kommt, sind wir sehr viel zurückhaltender.
Das mehr so ein bisschen bildhaft noch dargestellt, was machen wir da genau, da gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein, aber vielleicht wichtig eben diese Versionskontrolle, es könnte ja durchaus sein, dass gleichzeitig an einer Adresse was geändert wird und das synchronisieren wir dann entsprechend laufend, damit es nicht zu unterschiedlichen Stadi kommt der Adressen und dass wir auch wissen, welche Adresse ist neuer und soll demnach, oder welcher Stand einer Adresse ist neu und soll demnach behalten werden. Ja, das Ergebnis, hier habe ich mal so einen Ausschnitt gewählt. Sie sehen die Dreiecke, die stehen für die OSM-Adressen und Sie sehen die roten Punkte, die stehen für die Open Addresses-Adresspunkte und dann gibt es noch quasi so eine Mischform, rote Dreiecke, vielleicht einfach kurz zur Erklärung. Die grauen Dreiecke, die haben wir jetzt einfach mal so übernommen und sind zum Teil unvollständig seitens der Attribute, die aus OSM kamen. Deshalb werden sie farblich anders kodiert. Das sind jetzt OSM-Adressen, die aber auch vollständig sind in Bezug auf die Attribute. Und wie Sie sehen, gibt es auch gewisse Bereiche, da haben wir quasi so eine Überlappung. Also insbesondere hier oben sieht man das, da haben wir wahrscheinlich für dieselben Gebäude in OSM und in Open Addresses Datensätze. Und wir haben ganz bewusst auch nach Rücksprache mit Freddy Ramm haben wir da jetzt noch nichts gemacht, sondern das ist unter anderem auch so ein bisschen die Absicht, warum ich hier bin, einfach auch mal um die OSM-Community so ein bisschen zu spüren, wie möchte man da, falls man das überhaupt möchte, eine gewisse Synchronisierung hinbekommen. Ich habe den Eindruck, dass das Thema Adressen, Gebäudeadressen, punktgenau, ein großes Thema ist und würde mich da natürlich sehr freuen, wenn ihr gerade über Open Addresses als einfaches Tool und sehr stark fokussiert auf dieses Thema OSM so ein bisschen unterstützen oder einen Beitrag dazu leisten können. Und irgendwann wird das dann eben auch so zur Thematik wollen können, also können schon, aber wollen wir das synchronisieren oder harmonisieren. Fazit, die Rolle von Open Addresses sehe ich eigentlich jetzt auch im Hinblick auf OSM als ein einfaches Werkzeug für die Adressdatenerfassung. Es geht wirklich enorm einfach. Wir arbeiten noch an einem weiteren Ausbau, dass man dann auch ganze Listen beispielsweise erfassen könnte und so weiter. Das hatten wir in der ursprünglichen Version mal. Als wir dann aber auf Mapfish umgestiegen sind, ist das, sage ich mal, mit Priorität 2 behandelt worden und wurde noch nicht weiter implementiert. Wir bieten seitens Open Addresses natürlich eben die erwähnten Qualitätsfunktionen in Anführungszeichen. Könnte durchaus interessant auch sein für OSM und sehen unseren Part auch als Anbieter von Diensten im Sinne beispielsweise der Geokodierung. Aber wie gesagt, was noch ausstehend ist, ist eine allfällige Harmonisierung. Aber da ist mir wirklich enorm wichtig, dass wir da nicht einfach selber vorpreschen, sondern dass wir das möglichst im Dialog machen können. Und ja, ich würde mich natürlich auch freuen, wenn da seitens OSM Hand geboten würde oder diejenigen, die sagen, das ist mein Thema, ich sehe da Potenzial und ich bin auch total offen, wenn jemand sagt, ja, schon, aber da müsste man noch was ändern. Ja, wie gesagt, bin ich wirklich offen. Ja, ich habe versucht, das jetzt einigermaßen schnell durchzuziehen, damit wir noch etwas Zeit für Fragen haben, beziehungsweise ich nehme natürlich auch sehr gerne Rückmeldungen diesbezüglich entgegen. Ja, ich würde sagen, vielen Dank für den Vortrag. Und ich sehe auch schon die erste Hand. Ja, hallo, erstmal vielen Dank. Ich habe jetzt verstanden, dass man sich bei Open Addresses nicht registrieren muss. Und ich habe verstanden, dass von Open Addresses Adressdaten übernommen werden nach OpenStreetMap. Wo findet da die Anerkennung der OpenStreetMap-Bedingungen und der Lizenz statt? Also von der Lizenz her haben wir dieselbe. Also das sehe ich kein Problem rechtlich. Und die, ich meine, dass es OpenWheelMap, die machen das, glaube ich, genau gleich. Na, die haben da auch ein Problem an der Stelle. Ja. Was heißt die gleiche Lizenz? Wir haben gerade einen Lizenzwechsel. Wir passen uns an. Wir passen uns einfach an, entsprechend so, ja. Und bezüglich, ich denke natürlich, ja, ich sehe da einen pragmatischen Ansatz, dass man sagt, wenn ich schon in OSM-Mapper bin, dann verwende ich einfach mein Kürzel jetzt auch hier. So. Aber wir kontrollieren das nicht jetzt, was den Nutzernamen betrifft. So. Also ein Single-Login fände ich da eine tolle Erweiterung.
Ich komme aus der Blindennavigation und habe ein Interesse daran, dass Hausnummern nicht einfach an einem Gebäudeumriss hängen, sondern im Optimalfall an der Haupteingangstür. Ja. Gibt es da schon eine Berücksichtigung, eine Idee, wie damit verfahren wird? Das macht Google wahrscheinlich anders. Wir haben jetzt in dem Sinne noch nichts, sage ich jetzt, den Ansatz, oder wir sagen auch nicht, wir möchten das zwingend so haben. Wir geben uns erstmal zufrieden, wenn es innerhalb des Gebäudeumrisses liegt. Das ist mal unsere erste Priorität. Es ist natürlich auch schwierig von einer Obenansicht, oder? Also wenn man das Ortofoto darunter liegen hat, den Gebäudeeingang zu kennen. Aber grundsätzlich würde ich das natürlich auch sehr gerne empfehlen, insbesondere dort, wo es dann Blöcke sind mit mehreren Eingängen, oder dass man natürlich dann auch wirklich weiß, wo ist dann tatsächlich der Eingang. Ich kann die Frage in dem Sinne wahrscheinlich gar nicht beantworten, außer dass ich sage, ja, würde ich sehr gerne unterstützen. Ja, also unterstütze ich in jedem Fall, ja. Was mich interessieren würde, also technisch mit der Synchronisation weiß ich nicht, aber ihr habt ja, wie ich finde, ein ziemlich cooles so Spam-Protection sozusagen da eingebaut mit der E-Mail. Könnt ihr da so ein bisschen Aussagen treffen? Passiert das oder ist das sozusagen lieber präventiv eingebaut? Jetzt verstehe ich, glaube ich, die Frage nicht ganz. Ihr habt ja das mit der E-Mail, das jetzt irgendwie Monitoring ist, meine Adresse wurde verändert. Also ja, das geht so, dass man sagt, dass da muss man aktiv werden. Genau. Im Moment noch. Da haben wir nicht irgendwie ein GUI schon dafür geschrieben, sondern das machen wir im Moment so. Ja. Meine Frage ist, zählt ihr sozusagen mal Reverts? Also passiert das tatsächlich, dass Leute bewusst falsche Adresse aus Versehen falsch was eintragen? Das wäre meine Frage nur. Wir haben halt noch keine Erfahrung damit, weil wir haben es einfach so mal erst implementiert, technisch, aber wir haben das jetzt natürlich noch nicht, also das ist so quasi jetzt mal die erste öffentliche Präsentation von dem. Und da ich weiß, aus Amerika habe ich die Anfrage, dass die sagen, es wäre für uns super, wenn wir informiert würden, wenn an unseren Adressen was passiert. Aber Erfahrung habe ich dazu noch nicht, ja. Ja, von mir noch eine Antwort auf die erste Frage von vorhin. Ich denke, da in OSM gibt es auch noch keinen einheitlichen Weg, wie man da Adressen einträgt. Das, meine persönliche Meinung ist zum Beispiel, dass so eine Adresse nur dann auf einen Entrance Node gehen sollte, wenn das Gebäude tatsächlich mehrere Eingänge hat. Ansonsten kann man sich das ja, wenn das Gebäude einen Eingang hat und an dem Gebäude hängt die Adresse, ist es auch kein Problem, das entsprechend weiter zu delegieren. Also die Antwort war gerade für unformige Dinge, gibt es immer Probleme. Wie gesagt, aus meiner Sicht gehört trotzdem die Adresse dann ans Gebäude, wenn das Gebäude nur eine Adresse hat. Nur wenn das Gebäude mehrere Adressen hat, was eben bei so Eckhäusern öfter der Fall ist, dann, wo sich auch wirklich die Straße und die Hausnummer unterscheiden, dann sollte man das direkt dann in Entrance Node kriegen. Aber wir sind jetzt hier in einer Diskussion zu Open Addresses und eigentlich nicht zu OSM, wie direkt man Adressen oder so immer ein, aus meiner Sicht, ja. Aber ich konnte die Erfahrung schon teilen. Also wir hatten zum Teil auch mit dem Sehbehinderten zu tun und das ist, glaube ich, schon ein Thema, aber die Diskussion ist wahrscheinlich ja nicht gerade hier. Ich würde noch gerne diskutieren, ob es aus kartografischer Sicht eine Möglichkeit gibt, die Hausnummern zu rotieren. Ich glaube, ich habe das auch schon mal vorgeschlagen, weil es eigentlich nicht so hübsch ist, wenn die alle nach Norden ausgerichtet sind, sondern dass man sie parallel zur Gebäudekante rotieren kann. Im Moment machen wir das mit dem UMN Map Server. Holen wir das als WMS und da sollte das eigentlich kein Problem sein, oder? Soweit ich weiß. Also wenn wir unsere Daten liefern mit Rotationen, würdet ihr die übernehmen? Ja, könnten wir dann das Modell auch erweitern, ja. Und in OSM gibt es dann Standard, oder? Weiß ich gar nicht, oder glaube ich nicht, oder? Könnte da irgendetwas definiert werden? Dort hinten gibt es jemanden, der sich dazu äußern möchte. Übrigens habe ich vergessen zu sagen, hier, nur wenn jemand mal reinschauen will, das ist die URL zu dieser Testinstallation oder Test, ja, es läuft ja eigentlich. Also das Thema Adressen ist vielleicht nicht ganz so einfach, wie man das auf den ersten Blick sieht. In Deutschland, Schweiz ist es vielleicht noch sehr kanonisch mit Postleitzahl, Straße, Ort, aber in anderen Ländern ist es sehr viel komplizierter. Habt ihr euch darüber Gedanken gemacht? Wir machen uns schon Gedanken darüber, haben aber jetzt, weil einfach im Prinzip konkret noch keine Anfragen oder so aus dem Komplett. Ich meine, Japan, oder, ist das klassische Beispiel, wo es ja total anders ist. Und da sind wir schon im Gespräch mit Leuten, die sich da auskennen. Aber
Ja, wir gehen da im Moment pragmatisch vor. Also wenn da sagt, hey, finde super, aber wir möchten unbedingt das drin haben. Aber so auf Vorhalte haben wir da jetzt noch nichts gemacht. Aber das Problem ist uns völlig bewusst, klar. Weitere Fragen? Haben Sie mal geschaut, wie viele Adressen denn schon erfasst sind? Oder bei uns? Wie viele erfasst sind, weiß man ja, aber wie viele noch fehlen in der Schweiz oder generell? Nein, ich könnte da jetzt nicht so eine effektive Zahl. Wir haben einige Datenspenden bekommen. Einige Kantone, glaube ich zwei oder drei, haben wir vollständig. Ich weiß, dass beispielsweise Kanton Basel-Stadt jetzt auf den 1. Juli hin ihr Geodatengesetz ändert. Und das sieht für uns relativ gut aus, dass wir die dann auch übernehmen können. Aber ich kann Ihnen jetzt nicht eine Zahl sagen, ob es jetzt 20 oder 60 oder 90% sind. So. Dann stelle ich mal eine kurze Frage. Es ist gerade das Wort Datenspende wieder gefallen. Vorher war auch schon das Thema Lizenzumstellung bei OpenStreetMap in der Diskussion. Sind da Probleme zu erwarten, dass zum Beispiel Daten wegfallen und so weiter, die nicht unter der neuen Lizenz veröffentlicht werden können zum Beispiel? Ja, also ich denke, dass es gewisse Ämter beispielsweise gibt, die sagen, wir geben die gern, aber wir möchten dennoch quasi als Eigentümer oder quasi als Herkunft der Daten betrachtet werden. Und soweit ich informiert bin, sagt die OSM jetzt, sondern wenn die Daten in OSM drin sind, dann sind wir es. Und ich glaube, dass das hier schon eine Hürde ist, wo dann jemand dann sagt, ups, nein, dann machen wir es nicht. Ja, habe ich schon so erlebt. Weitere Fragen? Ich glaube, dann haben wir es erschöpft. Dann ja, sage ich nochmal herzlichen Dank für den Vortrag und die Diskussion. Applaus